Hallo, mein Name ist Gemma. Das ist das Einführungsvideo von dem aktuellen Postura-Paket mit dem Thema Schulterarbeit, feine Arbeit. Wie ihr die Übungen dazu erwerben könnt, findet ihr unter der Videobeschreibung. Da lasse ich euch die Informationen oder ihr besucht meinen Instagram-Account. Das ist Gemmas Postura, alles zusammengeschrieben. Da gebe ich auch immer die aktuellen Themen durch von diesem Postura-Paket. Schulterarbeit, feine Arbeit. Was assoziiert ihr unter dem Begriff Schulter? Sehr oft wird dieser Begriff assoziiert mit Verkrampfung, Verspannung, Druck. Zumindest ist das das Feedback, was ich in meinen Workshops bekomme von meinen Teilnehmern, wenn ich diese Frage stelle. Was wisst ihr über die Schulter? Was assoziiert ihr unter Schulter? Das wichtigste Geheimnis, um eine entspannte und gut funktionierende Schulter zu haben, ist die Einzelteile von diesem Bereich kennenlernen. Das ist der allererste Schritt. Wenn wir wissen, wie diese Konstrukt, wie diese biomechanische Konstrukt funktioniert oder erstmal aufgebaut ist, dann können wir die Interaktion zwischen diesen Einzelteilen bewusst unterstützen in die Leichtigkeit, in die Beweglichkeit und in die Entspannung. Ich möchte euch anhand einer Übung es näher bringen. Und zwar, ich brauche jetzt nur von euch die Konzentration, ein bisschen Ruhe drumherum, damit ihr das spürt, den Unterschied, wie viel Unterschied es ausmacht. Und zwar, es ist egal, ob ihr steht oder ob ihr sitzt oder ob ihr liegt sogar. Es geht in jede Position. Schau nur, dass euer Rücken einigermaßen schon gerade und entspannt ist. Jetzt schließt die Augenlider sanft zu. Und jetzt gebe ich euch ein paar Instruktionen, ein paar Hinweise. Erstmal nehmt eure rechte Schulter wahr. Gebt einfach die Wahrnehmung dahin oder geht mit der Wahrnehmung an die rechte Schulter. Und gibt diese Schulter den Hinweis, entspann dich. Also entspannt eure rechte Schulter. Und schau, wie euer Körper diesen Hinweis interpretiert und umsetzt. Jetzt lasst die rechte Schulter so, wie sie ist, so wie sie als Entspannung oder Entspannung verstanden hat. Und geht mit eurer Wahrnehmung auf die linke Seite. Und nun von der linken Seite nimmt euer linke Schlüsselbein wahr. Und schau, ortet erstmal dieses Schlüsselbein. Er geht von der Halsgrube in der Mitte nach außen und versucht aus dieser Halsgrube dieses Schlüsselbein zu verfolgen. Erstmal einfach so wie eine gerade Linie. Zeichne ihn nach mit der Wahrnehmung und lass dieses Schlüsselbein über die Körpergrenze hinaus, also diese Linie durch den Schlüsselbein durch, über die Körpergrenze hinaus, weiter in diese horizontale verlängern lassen. Schau, wie der Körper das interpretiert und umsetzt. Mach das Gleiche und gleichzeitig mit dem Schulterblatt-Oberrand. Sucht euer Schulterblatt-Oberrand mit der Wahrnehmung, das ist hinten am Rücken. Lasst den Oberrand vom Schulterblatt von der Rücken her, von der Mitte nach außen auch nachzeichnen. Also den Schulterblatt-Oberrand nach außen verlängern und verfolgen lassen, diesen Fluss. Und auch hier über die Körpergrenze hinaus. Vorne den Schlüsselbein nach links verlängern lassen, hinten den Schulterblatt, Oberhand nach links gleichzeitig verlängern lassen. Und lass beide Linien, die vordere und die linke, richtig in die Länge und ihr könnt sie ein paar Kilometer weiter weg vom Gefühl her ein wenig so vernetzen. Bisschen als ob ihr ein Dreieck basteln würdet. Unter der Spitze von diesem Dreieck, also unter diesem Dach,
die Oberarmkugel wahrnehmen und die Oberarmkugel ein wenig mit Olivenöl einschmieren. Die Oberarmkugel lösen unter dem Schulterdach. Und jetzt einfach wahrnehmen, was geschieht. Links den Schlüsselbein nach links, links Schulterblatt Oberrand nach links auch und unten drunter die entspannte Oberarmkugel. Der linke Schulterblatt schmiegt sich am Rücken und schau jetzt den Zustand von der linken Schulter, was wir Schulter nennen, also linker Schulterbereich, und von der rechten. Und ich hoffe, ihr findet oder ihr spürt den Unterschied. Was ist geschehen? Das Einzige, was geschehen ist, ist, dass auf einer Seite ihr die Strukturen wahrgenommen habt und somit könnten sich die Strukturen auch als solche benehmen und die Aufgabe, die sie normalerweise haben, auch errichten. Und auf die rechte Seite habt ihr diesen Bereich als ein Einzelstück so betrachtet oder gesehen und so hat sich auch der Körper benommen. Wenn ihr wollt, wenn ihr das Gefühl habt, Ola, da spüre ich einen zu großen Unterschied, dann könnt ihr den ganzen Verfahren oder das gleiche Verfahren jetzt rechts, das heißt, rechtes Schlüsselbein nach rechts verlängern lassen, rechtes Schulterblatt, Oberrand, unten drunter die Oberarmkugel immer mehr lösen, lösen, lösen und dann habt ihr wieder die Welt symmetrisch. Ich freue mich, wenn ihr einfach schreibt, wie ihr diese Übung durchgeführt habt und wie es sich angefühlt hat. Als nächstes möchte ich euch in meiner Anatomie-App bewusst diese Einzelteile zeigen. Das hilft dem Gehirn einfach besser, bei sich selbst dann die Teile am eigenen Körper zu orten. Und dann einfach mit dem Bewusstsein werden wir nochmal diese Teile an uns spüren und wahrnehmen lernen. Here we go. Okay, hier seht ihr die Einzelteile. Also, ich möchte euch näher bringen, was für uns die Schulter ist. Hier vorne seht ihr die Clavicula, also der Schlüsselbein. Das geht von der Halsgrube, hier ist die Grube, und von der Halsgrube nach außen. Das ist das, was ihr schon umgesetzt habt. Und ihr seht hier wunderbare Verbindungen mit Bänden mit dem Schlüsselbein, mit dem Brustbein. Entschuldigung, hier ist das Band, das Bändchen. Und hier ist auch wunderbar verbunden mit dem Schulterblatt hinten und die Oberarmkugel. Jetzt drehe ich dieses Skelett und da seht ihr der Oberrand von dem Schulterblatt und hier die Krette von diesem Schulterblatt. Wichtig ist zu wissen, gell? So erstmal gucken wir uns die Teile, also Schlüsselbein vorne, Schulterblatt, Oberrand hinten und das hier, die beiden bilden wie ein Dach und unter diesem Dach soll die Oberarmkugel positioniert werden, also schweben. Und diese Oberarmkugel, ihr seht, ist super bestückt auch mit Bänder, damit sie sich auch mit der Stabilität drehen kann oder genau nach oben oder nach unten oder nach rechts oder vorne und hinten drehen kann. Ich möchte hier, das wird auch wichtig für die Übungen später, euch diese Schulterblatt zeigen. Diese Schulterblätter gehören immer am Rücken. Schaut euch der Rand hier oben, also darüber haben wir ja geredet, der Oberrand. Und hier hat der Schulterblatt auch so einen Außenrand mit der Spitze und einen Innenrand. Und diese Ränder sollten optimalerweise verbunden und vernetzt mit den Rückenfaszien hin. Also, Entschuldigung, habe ich jetzt was markiert? Also es ist wichtig, dass dieses Schulterblatt sich zum Rücken hin anschmiegt. Das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn es so ist, dann wird ihr ganz schnell spüren mit der Zeit, wie hier vorne der kleine Brustmuskel, über ihn haben wir in anderen Videos auch geredet, sich aufrichtet. Also ein bisschen so wie ein Band, der sich nach oben zieht.
in Richtung Schulterblatt auch. Also hier seht ihr so den Schulterblatt ein bisschen näher. Genau, hier ist vorne Schlüsselbein, wie gesagt. Und dieses Stück vom Schulterblatt, das hier, ist verbunden mit dem kleinen Brustmuskel. Deswegen spielen beide so eine große Rolle. Sobald ich hinten das Schulterblatt und hier auf diesem Modell seht ihr eine katastrophale Haltung, diese Schulterspitze, Schulterblattspitzen sollte ein bisschen mehr in den Rücken hin sein. Also jetzt steht dieses Schulterblatt so und wenn ihr oder dieses Schulterblatt gut positioniert werden sollte, dann musste sie das machen. Und in dem Moment bei dieser Aktion, bei diesem Move, dann streckt sich vorne auch der kleine Brustmuskel, weil er verbunden ist. Deswegen spielen beide so eine Rolle und dann ergibt ein Wahnsinnskonstrukt, der uns Stabilität und aufrechte Haltung unterstützt. Wenn diese Stabilität da ist und behalten wird, dann kann diese Kugel richtig entspannt und flexibel sich mobilisieren lassen. Wir können einfach den Arm so drehen, bewegen und strecken ohne Probleme, weil dieses Schulterblatt Schulterblatt bleibt. Jeder Knochen hat seine Aufgabe und seinen Ort zu behalten. Was ich in den Übungen auch nennen werde, ist der Trapezius. Den haben wir auch in anderen Videos gesehen. Und den Trapezius werde ich in den Übungen verwenden, um diesen Bereich auch zu stabilisieren. Erstmal werden wir an die Knochen rangehen und dann auch den Trapezius werden wir verwenden für die Stabilität. Und zwar, wenn der Trapezius so ungefähr hier ist, ne? So, da könnt ihr euch ihn vorstellen. Jetzt werde ich ihn nicht einblenden, sondern einfach so zeichnen ein wenig. Da sind die Muskelfasern und auch Muskelfasern hier. Dann werde ich euch den Hinweis geben, eine von Seite zu Seite, machen wir es ein bisschen dicker, von Seite zu Seite eine Linie ziehen, damit dieser Bereich stabilisiert wird und dann bewusst die Muskelfasern von den Trapezius, von dieser ausgebreiteten Linie nach oben in Fluss bringen, in Richtung Nacken zur Schädelbasis hin und die unteren in diese Richtung im Fluss bringen. Das wird euch helfen, diesen Bereich zu unterstützen. So, damit motiviere ich euch jetzt, eine runde Wahrnehmung durchzuführen. Und zwar macht euch klar am eigenen Körper, das ist sehr wichtig, mit dieser Hilfe des Verstandes jetzt, der einfach die Einzelteile so gesehen hat, diese Teile bei sich selbst zu orten. Vorne haben wir, wie gesagt, den Schlüsselbein, der durchläuft so von der Halsgrube. Hier ist die Halsgrube und gleich auf die Seite spürt ihr eine Seite, also ein Schlüsselbein. Jetzt bei mir ist der linke und mit dem anderen Finger könnt ihr durchwandern, so die horizontale Linie nach außen. Hinten habt ihr den Schulterblatt und das ist sehr wichtig. Macht euch bewusst, wo euer Schulterblatt normalerweise als Gewohnheit sich befindet. Und schaut, dass die Ränder, angefangen mit der Spitze, erstmal so zu dem Rücken hin einlädt und dann von unten nach oben den ganzen Schulterblatt schön organisiert und aufräumt, also anschmiegt an den Rücken, Faszien und Muskeln. Da wird ihr merken, wenn ihr das macht, dass hier der kleine Brustmuskel sich schon aktiviert, also anhebt. Wenn ihr spürt, dass die Brust sich auch anhebt, so ist es wunderbar richtig. Das ist eure Stabilität an diesem Bereich und dann kommt dieses Bewusstsein von der Oberarmkugel. Unter diesem Schulterdach kann die Oberarmkugel sich bewegen, strecken und machen, ohne dass das Schulterdach in Leidenschaft oder in genau gezogen wird, ne? Sodass sie auch die ganze Zeit so
gedrückt oder mitgezerrt wird. Es gibt zwei häufige Fehler, wenn man mit den Schultern so arbeiten möchte. Der erste Fehler ist, wenn man die Schultern entspannen möchte, machen viele das hier. Schulter entspannen und dann zieht man nicht nur den Oberarm, sondern ich ziehe der kleine Brustmuskel nach unten und das Schulterblatt verliert die Vernetzung mit dem Rücken. Also ich drücke ihn nach vorne. Das mache ich auch auf Kosten von meiner ganzen Körperhaltung und das hat nichts mit Schultern entspannen, sondern vielmehr Schulter so nach unten drücken. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, um dieser erste Fehler so entgegenzukommen oder um überhaupt die Schultern aufzurichten, machen viele das, und zwar die Schulterblätter zusammenziehen und dann die vordere Seite des Körpers, also die unteren Rippen und das Brustbein, geht nach vorne. Das macht der Körper nur aus einer Biegung, auch aus einem gemachten Hohlkreuz vom Rücken. Und das ist auch nicht gut. Also das hat nichts mit Schulterblättern aufrichten. Vielmehr schau immer, dass die unteren Rippen in Richtung Beckenknochen ausgerichtet sind, also nicht in diese Richtung, sondern nach unten entfaltet sind, sodass die Zwischenrippenmuskeln und Faszien sich auch in die Länge strecken können, so ein bisschen wie eine Jalousie, und gleichzeitig das Schulterblatt lernt, sich anzuschmiegen zum Rücken hin. So kann ich die Streckung aufbewahren und mein Schulterdach ist dann entspannt und so kann ich der Arm aus der Bewegung der Oberarmkugel unterhalb des Schulterdachs wunderbar bewegen, strecken, umarmen und alles machen, was ich möchte. Mit Entspannung, Flexibilität, Beweglichkeit und Leichtigkeit. Ich empfehle euch, diese erste Übung zu machen, also euch immer mehr anvertraut machen an die Einzelteilen. Und denkt dran, es geht wirklich darum, Präsenz zu sein, also präsent zu sein. Ihr könnt präsent auch nach außen sein, in die Außenwelt, aber immer im Körpergeschehen teilnehmen auch. Das ist das einzige Geheimnis. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen, gut geholfen und ich freue mich immer auf Feedback. Also ich freue mich auch auf eure Kommentare. Tschüss, ihr Lieben, wir sehen uns gleich auf der Matte mit den kommenden Übungen. Bis bald!